Ja, erstmal Glückwunsch nach Brandenburg. Es war, glaube ich, eine reife Leistung. 2:0 gewonnen, im Endeffekt auch verdient. Wir wussten, was uns hier erwartet, dass da mit Tom und Justin da draußen zwei Feinde sind. Und da waren es nicht einfach zwei Spieler, die sicherlich herausragen. Die wollten in den Griff kriegen, da wussten wir, dass sie in den Strafraum kommen dürfen und sollen. Haben wir nicht gut gemacht. Ich habe das im zweiten Durchgang personell nochmal versucht, irgendwie in Kopf zu stellen und da ein bisschen mehr Zugriff zu kriegen. Am Ende des Tages bleibt uns, glaube ich, ein Spiel, wo wir viel Ballbesitz hatten und uns das überhaupt nichts gebracht hat. Im letzten Drittel sind wir einfach nicht zu den Abschlussmöglichkeiten gekommen, haben wir zielstrebig genommen. Und das muss ich vielleicht kritischer meiner Mannschaft gegenüber auch nicht den Biss und diesen Willen gesehen, dieses Spiel unbedingt gewinnen zu wollen. Da bin ich sauer drüber, definitiv. Ansonsten starten wir jetzt wie in der letzten Saison mit zwei Auswärtsniederlagen, Güstrow und bei Brandenburg. Letztes Mal war 5-0, jetzt 2-0, wenn ich das mal positiv sehen will. Ansonsten finde ich ganz einfach, das möchte ich auch nochmal loswerden nach diesem Fußballspiel, auch wenn ich sie heute nicht gewonnen habe, viel mehr Spaß, als wenn du gegen Mannschaften spielst, die da hinten mit 11 Mann da hinten drin stehen. Dann habe ich das schon so viel, viel lieber. Und wenn man dafür sorgt, dass der eine oder andere gute Fußballer hat, auf Brandenburger Seite, zum Beispiel tust du es gut. Oder wenn du bei Elas hier in den Verein kommst und erwartiger Fußball spielst, und deswegen, bei uns sind es natürlich auch, wir haben auch zwei Teile dazu geholt. Wenn du gute Fußballer dann in der erwartiger spielen sehen darfst, das ist eigentlich was Vernünftiges. Und dann immer gleich als Favorit dargestellt zu werden, das ist mal ein bisschen weit hergeholt. Klar haben wir, endlich beide oben gespielt, wir haben beide Ambitionen, aber Fußball muss eben auch über 90 Minuten gespielt werden und gekämpft werden. Da gehört man ein bisschen mehr dazu, als einfach nur Namen da durch den Raum zu werden. Und wenn wir in der Saison beide so Fußball spielen, denke ich, werdet ihr uns finden, ihr werdet euch finden. Und am Ende hoffe ich ganz einfach, dass wir natürlich vor euch stehen. Aber das werden auch meine Mannschaft, die Fußballspieler in der Liga oben sehen. Meine Kollegen für die Glückwünsche zu Sie. Ich denke, das war eine ausführliche Spielanalyse von den Trainerschuld und brauche nicht allzu viel sagen. Wäre zu sagen, was bei uns heute, dass wir offensiv sehr gute Qualität haben in der Mannschaft, das ist bekannt. Heute haben wir das, aber und das war der Schlüssel zum Sieg für mich heute, dass wir das defensiv hervorragend umgesetzt haben, dass von vorne bis hinten alle mitgemacht haben, was vom letzten Spiel gegen Güstrow nicht der Fall war. Und ja, aufgrund dieser Tatsache haben wir heute das Spiel mehr als verdient aus meiner Sicht gewonnen. Dann danke ich für die kurze Einschätzung. Gibt es noch aus dem Kreis der Journalisten oder der anwesenden anderen Kollegen eine Frage? Bitte, Roland. Beim letzten Zusammentreffen gab es ja ein paar unschöne Szenen. Spielte das bei der Vorbereitung, der Trainer von Schwerin, spielte das bei der Vorbereitung dieses Spiels noch eine Rolle oder war das jetzt Geschichte? Für mich hat das keine Rolle mehr gespielt. Ich habe mich für mein Verhalten in Schwerin entschuldigt. Unser Fußballer sollte dann irgendwann nochmal einen Schluss einen Strich drunter. Warum hat man nicht angekündigt, der ist weggelaufen? Ich auch nochmal, ansonsten ich mit jedem abgeklatscht und das denke ich auch in Ordnung. Das war nicht gut, letztes Mal und kommt wieder vor. Ja, vielleicht noch eine Frage. Bitte. Es gab die Chance mit 2:0 von Marotke, ein Riesending. Sie meinen auch, hat er die Chance leichtfertig vertan. Sehen Sie das genauso oder wie wertet man solches? Ja, also muss ich ja gar nicht. Großartig von Antwort, hallo, bin ich da sauer, ne? Was man ja gesehen hat. Ne? Ja. Der eine musste bluten. Aber das ist, wenn eine Mannschaft aus intern, ja? Aber da war ich natürlich sauer drüber. Ja? Und das kann am Ende ja auch noch die Spielentscheidung sein. Ja? Ja. Gut, dann habe ich noch eine Frage. Naja, sonst wäre ich angetreten, da bin ich sicher, 50% der Terminator. Also dann danke ich allen Beteiligten, wünsche euch noch einen schönen Nachhauseweg, vielleicht geht der eine oder andere noch zum Viertorefest. Und dann alles Gute, schönes Wochenende noch. Bis zum 14. Tag. Bitte? Habe ich schon gemacht. Ja, habe ich schon gemacht.
Okay, also der Raum, ich glaube, die fünfte ist und dann jetzt in die Kabine. Okay.